Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist so schön, euch wieder alle hier zu sehen. Und ich freue mich sehr, dass meine wunderbaren Co-Hosts auch hier sind. Wir haben die Andrea hier und wir haben die Claudia hier. Guten Morgen, ihr Süßen. Wie ist die Stimmung? Sehr gut. Guten Morgen, wunderbar ist die Stimmung. Morgen. Gut. Ich liebe es, wie wir schon neue Hintergrundbilder haben. Das ist meins für den heutigen Tag. Schuschu. Andrea, was hast du hinter dir? Ich habe schon eins weiter gedacht, so irgendwie Wasser, ja, Wasser, Berge, Natur. Michi und ich haben kurz vorm Call auch gesprochen. Wir sind beide noch ins Wasser gehüpft. Sie bei sich daheim, ich bei mir in die Alm. Was hast denn du heute früh schon gemacht, Claudia? Das habe ich heute schon gemacht. Ich habe Yoga gemacht. Ich habe den Tag begrüßt. Ich habe mich mit meiner Katze, mit meinen Pflanzen beschäftigt. Irgendwie bin jetzt gerade bei diesem Wisdom Summit, wo es darum geht, die Erde zu spüren und sich zu verbinden. Und da bin ich momentan gerade ziemlich dabei. Und das ist wunderbar. Ja, das fühlt sich so nährend an, gell, wenn wir uns mit der Erde verbinden. Lass uns einmal unsere Hauptstar und großartige Astrologin fragen, wie ist denn die Energie am heutigen Tag? Was tun denn die Planeten? Was kannst du uns denn erzählen? Machen wir mal da das Horoskop auf des heutigen Tages. Die Sonne ist immer noch sehr nah bei der Lilith. Das heißt, es geht immer noch um die Themen Frau und Heilung, die weibliche Heilung. Und was mich seit gestern ein bisschen beschäftigt, ist dieses doch sehr strenge und auch auf der ganzen Welt für die vielen Waldbrände und das alles respektiert, also wird dadurch gezeigt, dieses Pluto-Quadrat zum Mondknoten und auch unser Weg, wo führt er denn hin? Und der Chiron nähert sich dem Mondknoten. Der Chiron will also die Heilung wirklich von Grund auf. Das sind ganz tiefe, ganz alte Sachen, die da an die Oberfläche kommen. Und die zwei bewegen sich aufeinander zu. Und das ist jetzt einmal kein Thema, wo ich sage, das ist in ein, zwei Wochen erledigt, sondern es ist eigentlich ein Thema, das uns für das nächste halbe Jahr beschäftigen wird. Dass wir einfach von Grund auf in die Heilung gehen und dann auch die Chance haben, mit dem Mondknoten im Widder, wenn er durch die Heilung gegangen ist, einen wirklichen Neustart zu machen. Und interessanterweise fällt das dann alles zusammen mit dem Jahresbeginn, Ende Jänner, Februar, wo auch der Pluto dann endlich aus dem Steinbock wieder rausgeht für viele Monate, für fast das ganze Jahr 2024. Und die neue Zeitperiode im Wassermann anzeigt. Und das finde ich sehr spannend. Und es ist ein Prozess, der uns nicht oft begegnet im Leben, in dieser Kombination mit Pluto vermutlich und Chiron vermutlich überhaupt nur einmal, also zumindest mit dem Steinbock dabei, Steinbock-Wassermann-Übergang sicher nur einmal, weil das nur alle so 250 Jahre stattfindet. Und da kann man sich schon Gedanken drüber machen, was bedeutet es für mich, wo gehe ich dahin? Ich habe dann auch zwei Karten vorhin, wie wir gewartet haben, gezogen. Und zwar heute habe ich, weil irgendwie das Wetter so sonnig ist, habe ich die Meerjungfrauen und Delfine genommen. Das ist ein sehr sanftes, mit der Erde verbundenes Kartenset, weil ja die Meerjungfrauen mit dem Wasser verbunden sind. Und die Delfine ja auch ganz stark mit unserer Entwicklung in die neue Welt. Und die erste Karte war, es ist Zeit zum Weitergehen, das Alte zurücklassen. Und ich habe dann irgendwie so ein bisschen gesagt, ja, das kommt doch dauernd, ja. Und dann kam noch als zweite Karte, vereinfache dein Leben. Und da sind wir eigentlich dann schon sehr in dem Thema drinnen, dass wir sagen, was ist denn eigentlich noch wirklich wichtig? Wir sind oft überschwemmt mit so vielen Eindrücken und mit allem, was wir tun müssen, was die Familie, die Gesellschaft, unser Beruf von uns fordert, dass wir uns vielleicht einmal ein bisschen zurücknehmen und sagen, und was ist die Essenz des Ganzen? Was ist auch für mich wichtig? Was berührt mein Herz? Diese Dinge. Und da kommt dann eben die Heilung ins Spiel. Das ist die Heilung,
über das Herz geht, über das Herzchakra. Und liebe Joy, du hast das eh schon mitgekriegt. Irgendwie haben wir haben nicht drüber gesprochen, aber deine vielen Herzen im Hintergrund. Gibt keine Yes, zu. We are very aligned. Das ist ja das Feine, wenn man sich in einem Feld gemeinsam bewegt. Claudia, genau. Was sagst denn du zu dem gerade, was du gehört hast? Es ist interessant. Eben, weil ich mich gerade seit dem Wochenende, also sagen wir so, ich war letzte Woche nicht dabei, weil ich mit meinen Kindern ja auf Urlaub war. Also auf Urlaub, wir waren 4 Tage einfach gemeinsam in einer wunderschönen Villa in Kroatien. Und da ist mir diese Essenz wieder so bewusst geworden, nämlich diese tiefe Verbundenheit, diese Liebe, auch wenn jeder seins macht, aber diese innige Verbundenheit. Und das ist tatsächlich, wie die Andrea so schön gesagt hat, es geht um die Essenz. Also vereinfache dein Leben, genau. Was braucht es eigentlich nicht mehr? Es ist manchmal so schwierig zu sagen, was brauche ich, was will ich, wo, das ist dann so viel, ja. Aber mal wirklich zu sagen, was brauche ich nicht mehr und das loszulassen und dann die Essenz zu erkennen, was dann erscheint. So wie Michelangelo gesagt hat, als er den David erschaffen hat, ich habe nur alles weggeschlagen, was nicht dazugehört, ja. Also tatsächlich mal auszumisten, zu vereinfachen und zu schauen, was bleibt denn dann übrig? Und das ist die Essenz und die ist wunderbar. Und ich glaube, das ist jetzt genau das, wo es hingehen soll. Nicht mehr dieses, was das viele, dieses alles haben, immer besser, mehr, sondern genau das, worum es wirklich geht. Und ich glaube, da geht auch die Sehnsucht momentan sehr hin. Also beobachte ich gerade in meinen Coachings, da ist die unglaubliche Sehnsucht genau dorthin, das wirklich, ja, das, die Essenz zu spüren. Ja, danke Andrea, das war ein super schöner Einblick. Und ich bin gespannt, wie das wird, weil der Wassermann steht ja auch immer sehr für Visionen, ja, also für das Visionäre. Ja, also da wird sehr viel kommen, auch von der Jugend. So die jungen Erwachsenen, die sind schon sehr in dieser Energie drinnen. Und aber viele trauen sich noch nicht, das nach außen zu leben, weil es noch so neu ist. Und das wird jetzt sehr schnell anders werden. In dem Moment, wo der Pluto aus dem Steinbock dann wirklich für längere Zeit rausgeht, werden die in ihre Kraft kommen und wir werden da ganz viel Neues, Überraschendes sehen. Positives. Endlich. Das sagt alles in mir. Ja. Also ich habe mir jetzt ein paar so Kernsätze aufgeschrieben, die mir, ja, das sind keine Zufälle, so wichtig vorkommen, auch für das Thema, was ich so gern mit euch heute besprechen möchte. Das eine ist, wirklich in die Essenz zu gehen, zu spüren, was gehört wirklich zu mir und was brauche ich nicht mehr. Ich liebe es, ich habe nur weggeschlagen, was nicht dazugehört. Großartig. Und ich habe auch gehört, dass wir uns trauen dürfen, auch das, was unsere Essenz, das, was wir sind, auch im Außen zu leben, nämlich ohne Wenn und Aber. Und das passt mir natürlich als Intuitionstante voll in den Kram. Und ich entlasse euch jetzt einmal aus dem Spotlight, ihr Süßen. Vielen Dank. Ich hole euch dann wieder dazu. Und dann dachte ich mir, erzähle ich euch heute von meinem spannenden Wochenende, was ich auch mit einem meiner Söhne verbracht habe, mit meinem Sohn George in Berlin. Manche von euch wissen vielleicht, die mich auf sozialen Medien ein bisschen folgen, dass ich in Berlin war und eine sehr coole Frau kennengelernt habe, nämlich Suzanne Profiler oder Profiler Suzanne. Wer von euch hat von dieser Dame schon mal gehört? Einige. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaut euch ihre Videos und Clips an, die auf YouTube oder auf Instagram zu finden sind. Ich werde den Link auch in meinem Newsletter teilen. Sie ist eine nicht nur sehr schlaue Frau, sondern eine, die auch, wo ich das Gefühl habe, sie kommt wirklich von hier, aber in einem ganz anderen Sinn, als wir dieses hier vielleicht in unserer bisschen spirituellen, bisschen eh so, ich weiß nicht, manchmal sind wir ein bisschen fluffy, ne? Wir Damen, und das ist ja fein. Aber ganz anders beleuchtet, nämlich aus der Sicht einer Profilerin, wo die Fakten zählen, wo sie so lange nach der Wahrheit sucht, bis sie eben ans Licht kommt. Und wenn es euch interessiert, dachte ich mir, ich gebe euch ein bisschen einen Einblick in das, was ich gelernt habe. Yes, you in? Interested? Okay. Ich muss auch vorweg sagen, ich habe gestern bei den englischen Göttinnen schon etwas erzählt und weiß, dass ich damit manche vom Kopf geschlagen habe. Vom Kopf gestoßen habe, nicht weil ich sie beleidigt habe, hoffe ich, sondern vor den Kopf gestoßen habe ein bisschen, weil es hier um ein recht unangenehmes Thema geht, was
einerseits sehr hart ist, also sehr aktuell gerade ist, aber auf der anderen Seite uns natürlich sehr viel Stoff zum Nachdenken gibt. Also während ich euch erzähle, schreibt euch vielleicht einfach die Dinge auf, die für euch neu sind, oder ihr sagt, ah, das ist einfach einmal interessant, und dann lasst es einfach sitzen, ohne dass wir jetzt gleich in die Verurteilung gehen. Und ich möchte auch damit beginnen, euch ein bisschen ein Bild zu geben von dem, was ich meine. Ich schalte jetzt da ein paar Mikrofone ab, schaut jetzt, dass ihr eure abhabt, sonst haben wir einen Klang. Seht ihr diese Medaille? Das ist eine Mickey Maus Silbermedaille. Die hat ja eine Seite, ne? Und dann haben wir die andere Seite. Und das sind normalerweise die zwei Seiten einer Medaille, von der wir immer sprechen. Hm? Aber ist euch einmal aufgefallen, es gibt auch eine dritte Seite der Medaille, nämlich diesen Rand rundum. Und die Quintessenz von dem Workshop, den wir gemacht haben, war, dass es darum geht, von dieser Seite sagen wir Täter und von dieser Seite sagen wir Opfer, auszusteigen und in die Schöpferseite zu gehen. Und wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, dann ist meine Einladung immer, lassen wir diese Dualität weg und setzen wir uns zum Ziel, dass wir diese Schöpferenergie, dass wir die nicht nur spüren in uns, sondern dass wir die dadurch immer mehr auch leben. Okay, also Susanne Profiler ist eine Frau, die in einem Team von Profilern arbeitet und angestellt wird oder herangezogen wird in Fällen, wo es um weiße Tatorte geht. Also es gibt einen Unterschied zwischen einem roten Tatort, wo es meist um Mord und Totschlag geht, also blutrot, Opfer, ne, sehen wir, und einem weißen Tatort, wo wir kein sichtbares Opfer oft haben. Und dieser weiße Tatort beschäftigt sich meistens mit so Dingen wie Betrug und Rufmord. Und man fängt immer damit an, also sie als Profiler, zu sagen, egal wer mich bezahlt, wer mir sagt, okay, schau dir diesen Fall an, egal wer das jetzt ist, ich muss herausfinden, wer ist hier wirklich das Opfer und wer ist hier wirklich der Täter. Denn es könnte ja auch sein, dass der Täter selbst den Profiler anheuert, oder? Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass ein ganzes Team von Menschen daran arbeiten, um die Wahrheit zu finden. Ganz, ganz spannend. Dann hat mir auch gefallen, wie sie erklärt hat, dass eine Verletzung, etwas, was beginnt, was uns irritiert, beginnt ja mit einer Irritation. Das ist jetzt auch noch nichts wirklich Wichtiges. Das ist so eine kleine Störung. Das ist einfach was ein bisschen Negatives, ne? Aber wenn wir das nicht uns anschauen, dann wird es meistens mehr. Dann kommt aus dieser Irritation wird's eine Läsion. Das heißt, wir haben eine offene Wunde. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation haben, dass jemand oder etwas immer wieder in diese offene Wunde hineinschlägt, dann kriegen wir eine Narbe, dann kriegen wir die Mutilation, dann kriegen wir die Zerstörung. Also in diesem ganzen Weg, in diesem Prozess, den vermeintlichen Täter zu finden und das Opfer sicherzustellen, geht es auch darum zu sehen, wo sind die Wunden in uns selber, wenn wir Opfer sind, und wo sind die Wunden auch in dem Täter? Also wo korreliert da was? Finde ich recht spannend. Dann haben wir einen aktuellen Fall, also einen tatsächlichen Fall, den sie bekommen hat und den ihr Team, glaube ich, ein halbes Jahr lang bearbeitet hat, geklärt bekommen. Und sie hat das ganz toll gemacht. Wir waren im Tempodrom in Berlin, das ist eine tolle Arena. Könnt ihr euch vorstellen, wie so eine große schwarze Arena, also alles ganz, ganz dunkel und schwarz ausgemalt. Und in der Mitte war der Ring quasi, also wie so ein, im Englisch so ein Barpet, so ein Ring. Und wir Besucher oder Zuschauer sind oben im Ring gesessen. Also wir haben quasi hinuntergeschaut. Und in diesem Ring unten drinnen war die Susanne ganz in schwarz gekleidet und hat einen weißen Spray, einen, so einen Kreidespray, so eine Spraydose in der Hand gehabt. Und dann hat sie uns auf dem Boden, also auf dieser schwarzen Fläche, die Fakten aufgeschrieben. Die Daten, wann was passiert ist, was man weiß. Nicht die Interpretation von den ganzen Geschichten, nicht die emotionale Realität von Täter oder Opfer, sondern was passiert ist. Und wir durften uns unser eigenes Bild machen und unsere eigene Recherche betreiben, um herauszufinden, was ist da los. Und den Fall, den sie verwendet hat, fand ich natürlich auch sehr spannend, weil es ging darum, dass eine 53-jährige Lebensberaterin, ein Coach, ein Business aufgebaut hat, wo sie alleine, nur sie, quasi mit einer Assistentin, in 2019 über 1,2 Millionen Euro gemacht hat. Eine große Summe für einen Life-Coach. Und vor allem eine große Summe für einen Life-Coach, die selbst auf sozialen Medien und so eine kleine Fangemeinde hat. Gut. Jedenfalls sehr erfolgreich.
macht diese 1,2 Millionen und tritt dann an einen heran, den wir jetzt Investor nennen wollen. Einen Investor, der viele, viele Firmen hat und tritt an diesen heran und bucht eine Coaching-Sitzung. Diese Coaching-Sitzung geht gut und ist qualitativ, dann bucht sie noch einmal 10 Coaching-Sitzungen bei diesem Investor. Und in diesen 10 Coaching-Sitzungen geht es interessanterweise bei ihr nicht darum, dass sie irgendein Problem löst oder dass sie sich coachen lässt, sondern es ging ihr hauptsächlich darum, dass sie den Investor dazu bringt, in ihre Firma zu investieren. Die haben sich gut verstanden, es war alles sehr euphorisch und sie haben Verträge abgeschlossen, wo sie beschlossen haben, ja, okay, er investiert in eine neue Firma, wo sie quasi ihr Wissen, also ihr den Content liefert und er macht die Struktur. Und das Ziel war, von diesen 1,2 Millionen auf 1,3 Billionen zu gehen. Riesiges Ziel in 5 Jahren. Und ihr könnt euch vorstellen, sowas braucht viele Meetings und Verträge und Vertragssetzungen. Ja, der hat 3-4 Monate gedauert, war relativ schnell. Achtung darauf, es war ein sehr schneller Prozess und plötzlich war der Investor eben drin und die Firma hat losgelegt. Nur interessanterweise, in dem Moment, wo der Vertrag unterzeichnet war und der Coach quasi ihren Content liefern sollte, ist die auf Urlaub gefahren. Ist sie wieder auf Urlaub gefahren. Und dann ist sie wieder auf Urlaub gefahren und war plötzlich nicht mehr greifbar. Es war irgendwie seltsam. Investor denkt sich komisch, aber na gut, wird vielleicht gut so sein, aber solange sie noch die anderen Vertragsgeschichten quasi aufrechterhält, wollen wir so fair sein, ihr die Chance zu geben. Und dann passiert was Seltsames, dass sie 4 Monate nach der Vertragsschließung plötzlich draufkamen, dass sie Geld veruntreut hat. In dem Moment, wo sie Geld veruntreut hat, wird sie als Gesellschafterin, also als Geschäftsführerin abgesetzt. Es gibt ein offizielles Meeting dazu, sie wird als Geschäftsführerin abgesetzt und dann passiert noch was Spannendes. Ein Monat später legt sie, obwohl sie nicht mehr Geschäftsführerin ist, ihr Mandat als Geschäftsführung offiziell ab. Komisch, da ist der Investor dann schon drin hellhörig geworden. Dann, ein weiteres Monat später, meldet sie als nicht mehr Geschäftsführerin, also wo sie eigentlich diese Position gar nicht hat, die Insolvenz der Firma an. Und daraufhin ist dann der Investor zu den Profilers gegangen, sagt, du, irgendwas ist hier komisch, bitte schaut's mir nach, was hier passiert ist. Und anhand dieses Falles und all den anderen Fakten, die wir bekommen haben, hat sie das auch als Anlass genommen, um zu erklären, dass es eben gewisse Persönlichkeitstypen gibt auf unserem Planeten, die ein anderes Operationssystem haben als vielleicht du und ich. Denn als gesunder Mensch mit einem gesunden Verstand und einer gesunden Persönlichkeitsstruktur wollen wir ja oder gehen wir davon aus, dass wir es dem anderen auch gut meinen, dass wir fair sind, dass wir uns an Bedingungen, an Verträge und Regeln halten und damit ein friedliches Miteinander möglich ist. Nun, ich glaube, ihr gebt mir auch recht, wenn ich sage, dass es aber leider nicht nur solche Menschen gibt. Und jetzt wäre ich auch interessiert, ob es irgendwem von euch schon einmal passiert ist, dass ihr aus Gutgläubigkeit und aus Fairheit und aus all der Liebe in eurem Herzen gemacht habt, euren Beitrag geleistet habt in einer, ob es jetzt geschäftlichen oder privaten Beziehung ist, und der oder die andere aber das leider nicht getan hat und euch dann eben entweder betrogen hat oder irgendwas verheimlicht hat oder einfach nicht so klar war. Ist es jemandem hier schon mal so gegangen? Ist euch das schon mal passiert? Okay, manche von euch. Nun, diese Art von Persönlichkeit, die ein anderes Operationssystem hat, das sie uns erklärt hat, ist der Narzisst. Und ich weiß, Narzissmus ist momentan ein sehr heißes Thema. Es ist ein sehr aktuelles Thema und es ist ein sehr umstrittenes Thema. Ich beschäftige mich jetzt ungefähr seit 3 Jahren mit dem Thema und habe ganz viel geforscht und mir alle möglichen Psychologen und Bücher und Dinge angeschaut, um herauszufinden, ist es wirklich wahr, denn das wird dir die Psychologie und werden dir die Experten sagen, dass es so etwas gibt wie einen Narzissten und dass der unheilbar ist. Denn die meisten werden dir sagen, so 99,9% aller Menschen, die ich getroffen habe, die in dem Sektor auch arbeiten, sagen, da kannst du nichts machen. Einmal Narzisst, immer Narzisst, unheilbar. Und das hat mich immer ein bisschen getriggert und triggert mich auch heute noch, weil ich dem nicht zuschreiben will. Weil wenn ich sage, dass so etwas wie Narzissmus nicht heilbar, warum sollte dann Krebs oder Depression oder ich weiß nicht, ein gebrochenes Bein heilbar sein? Es macht für mich jetzt keinen Sinn. Aber ich weiß, dass ich dieses System verstehen lernen muss. Denn aus meiner Sicht, und da mag ich wieder allein sein, habe ich eher das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, die stark narzisstisch ist. Da geht es nicht nur um die Einzelnen, sondern das ganze System
ist sehr narzisstisch. Und daher dachte ich mir, ich sage jetzt einmal die Definition, so wie sie im Wörterbuch steht. Okay? Was ist Narzissmus? Narzissmus ist eine pathologische Selbstverliebtheit, die erstmals 1898 von dem britischen Essayisten und Arzt Havelock Ellis als psychische Störung beschrieben wurde. Narzissmus ist gekennzeichnet durch ein aufgeblasenes Selbstbild und eine Sucht nach Fantasie. Durch eine ungewöhnliche Kühle und Gelassenheit, also ein Mangel an Empathie, die nur dann ins Wanken gerät, wenn das narzisstische Selbstvertrauen bedroht ist. Und durch die Tendenz, andere als selbstverständlich hinzunehmen oder sie auszubeuten. Benannt ist die Störung nach der mythologischen Figur Narziss, der sich in sein eigenes Selbstbild verliebte. Gut, was macht ein Narziss in einer Beziehung? Dazu müssen wir verstehen, dass es anscheinend so ist, dass ein Narziss kein klar definiertes Selbstbild hat. Das macht sie einerseits sehr genial und begabt in der Adaption zu den Zuständen, zu den anderen Menschen. Die können quasi jeden Tag in eine neue Persönlichkeit schlüpfen, weil sie selbst keine definierte haben. Was das aber dann auch bedeutet, ist, dass jemand, der kein klares Bild über seine Essenz zum Beispiel hat, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, dieser Mensch hat auch keine klaren Grenzen. Das heißt, wenn wir selber kein definiertes Bild von uns selber, von unserer Essenz haben, haben wir auch nicht die Möglichkeit, Grenzen, ein Ja oder Nein, das ist gut für mich, das ist nicht gut für mich, dazu stehe ich, das bin ich nicht, haben wir nicht. Das heißt, wir werden uns immer anpassen, an was wir gerade glauben, notwendig ist, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Dann hat einer im Publikum gefragt, okay, ist jetzt Narzissmus etwas Angeborenes oder ist es etwas Angelerntes? Profiler Susanne sagt, nein, es ist eine Persönlichkeitsstörung, es ist nicht angeboren. Und laut ihr entsteht Narzissmus meistens in der Kindheit. Und sie hat so schön gesagt, Narzissmus entsteht dann oft, wenn in den Augen der Mutter das Glitzern gefehlt hat. Wenn der Glanz den Augen der Mutter gefehlt hat, dann hat das Kind irgendetwas nicht bekommen in der Ursicherheit, in dem Urvertrauen, in der Empathie, in der Möglichkeit, andere zu lieben. Und daher stammt es. Nun, was sind denn so typische Zeichen von Menschen, die narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legen? Denn auch hier gibt es natürlich ein Spektrum. Wir haben Narzissten, die eher im Verdeckten agieren, wo du ganz schön die kennenlernen musst, bis du herauskommst, dass es so, darauf kommst, dass es so. Und dann gibt es sehr extrovertierte Narzissten. Natürlich finden wir auch Menschen mit starken narzisstischen Zügen natürlich auch auf Bühnen. Als Gurus, als große Lehrer, als große Persönlichkeiten, weil diese Personen ja auch etwas sehr Magnetisches, sehr Charismatisches an den Tag legen können. Und dadurch, dass diese Menschen für sich selbst kein identifiziertes, eine Identität haben und anderes ihre eigenen Grenzen nicht respektieren, respektieren sie auch die Grenzen anderer nicht. Das heißt, ihr werdet finden, das sind Menschen oder Menschen mit diesen Zügen, die sich an keine Regeln halten, die dauernd immer irgendwelche extrawürste Hintertürteln finden, um sich nicht an was zu halten, was man sich ausgemacht hat. Das nächste Zeichen ist, solche Menschen werden immer ein Gefühl der Dringlichkeit kreieren. Das heißt für euch jetzt, achtet darauf, und gerade als Göttin, achtet darauf, wenn euch wer dauernd schiebt, dringend, jetzt muss das sein und schnell, schnell, schnell. Warum ist das nicht schlau? Wenn wir aus diesem Schnellen, aus diesem Druck dauernd Entscheidungen treffen, sind wir dann wirklich in der besten Situation, im besten Zustand, um weise Entscheidungen zu treffen? Wäre es nicht besser, eben diese paar Atemzüge zu machen und zu fragen, ist das jetzt wirklich wichtig für mich? Ist das richtig für mich? Ist es in meinem höchsten Interesse, jetzt hier Ja oder Nein zu sagen? Und jetzt stellen wir uns vor, jetzt haben wir vielleicht, ich weiß nicht, ein nicht so ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Es sind vielleicht gewohnt, immer im Unterwürfigen zu sein, sind es vielleicht auch nicht gewohnt, Nein zu sagen. Na, dann sind wir wahrscheinlich ein sehr einfaches Opfer für jemanden, der genau das ausnützt, egal auf welchem Spektrum des Narzissmus es ist. Das heißt, in all diesen Geschichten nimmt es als Gelegenheit, einfach einmal ein bisschen Introspektive zu halten und zu sagen, okay, wie oft ist es mir denn schon passiert, dass ich zu etwas Ja gesagt habe, wo ich drinnen wusste, es ist ein Nein, aber ich habe mich so gedrängt gefühlt. Also passt auf bei dem, es ist eine rote Flagge. Das nächste, was leider bei Narzissten sehr häufig der Fall ist, ist, dass die schnell, auch dauernd, immer wechseln. Das heißt, es sind sehr unstete Persönlichkeiten. Das heißt, wenn ihr nächstes Mal irgendjemanden trefft, egal, Business oder privat,
Und die Geschichte zeigt euch, dass dieser Mensch schon, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen geöffnet und geschlossen hat. Ich weiß nicht, wie viele Beziehungen schon in eingegangen ist und wieder aufgelöst hat. Wenn so ein Muster da ist, Achtung, schaut's drauf. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand das wieder macht, ist sehr, sehr hoch. Weil hier ist das Problem. Wir lernen ja alle aus den Geschichten. Aber der Narzisst lernt nicht dadurch, dass er dann das auf sich selbst reflektiert und sagt, wie könnte ich ein besserer Mensch werden, sondern der Narzisst lernt aus diesem vermeintlichen, also aus diesem Chaos, das er kreiert, und es ist immer Chaos am Ende, daraus nur noch schlauer zu werden und das nächste Mal noch ein bisschen klüger zu machen. Deswegen ist es mir so wichtig, über dieses, ich weiß, heikle Thema zu sprechen, damit wir uns selber auch an der Nase nehmen, wo wir uns vielleicht manchmal narzisstisch verhalten. Wo wir eben nicht schauen, okay, ist das wirklich jetzt im höchsten Wohl, sondern aus irgendeinem Ego heraus handeln. Dadurch hieß der Workshop auch Ego Trap. Okay, unser eigenes Ego sperrt uns da ein. Aber auch Acht zu geben, mit wem wir Bindungen eingehen. Denn das Nummer eins Survival Tool für narzisstische oder toxische Beziehungen ist Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Schau, mit wem du dich ins Bettchen legst, egal ob es Business oder privat ist. Das heißt, wenn wir diese Unabhängigkeit bewahren, dass wir selber wissen, wer wir sind, dann ist es auch leichter zu sagen, das bin ich nicht, das mache ich nicht. Ganz egal, wie viel Druck du machst. Versteht ihr? Macht das Sinn für euch? Gut. Was mich sehr fasziniert hat bei dieser ganzen Art, wie Profiler arbeiten, ist, dass die eben wirklich rein bei den Fakten bleiben und zum Beispiel verschiedene Analysten heranziehen. Und es gibt Analysten, die zum Beispiel nur schauen, ob etwas glaubhaft ist. Und da gebe ich euch ein Beispiel aus diesem Fall. Die Angeklagte, also der Coach, hat dann sie quasi ein Strafverfahren bekommen. Sie hat nämlich dann auch ein Strafverfahren gegen den Investor eröffnet. Hat sie dann gesagt, nee, ich habe ja nur mein Baby gerettet. Denn ich bin ein hochsensibler Mensch mit einem Heilauftrag. Einem Heilauftrag direkt von Göttin Isis. Und meine Präsenz heilt. Das war das Bild, das sie im Außen gegeben hat. Und dann haben die Analysten diese Aussagen genommen, die sie ja überall auf sozialen Medien und in ihrer Präsenz quasi mitteilt, und haben es verglichen mit dem Verhalten, das sie ihnen dargelegt. Und dann wurde klar, dass die gleiche Frau, die gesagt hat, sie ist hochsensibel und hat einen Heilauftrag, dem Investor zum Beispiel genau am Geburtstag die Strafanzeigen geliefert hat. Und dann nicht nur eine, sondern jeden zweiten Tag eine. Immer zu ganz besonderen Momenten. Das heißt, ihr Verhalten war das Gegenteil von dem, was sie behauptet hat zu sein. Achtet auch darauf. Tut jemand auch das, was er sagt? Oder sagt er was und tut ganz was anderes? Dann ist es ein Hinweis darauf, dass in ihnen drinnen ein Riesenkonflikt ist und die Identität nicht wirklich klar ist. Dann sind sie hergegangen und haben gesagt, okay, was heißt hochsensibel? Finde ich auch spannend, weil es ist auch ein sehr heißes Wort. Viele sagen ja, ich bin hochsensibel. Die richtige Definition von jemandem, der hochsensibel ist, das sind Menschen, die auf externe Reize extrem reagieren. Das heißt, ein hochsensibler Mensch kann keine lauten Geräusche ertragen. Viele Menschen sind in Stress. Also dein ganzes Nervensystem reagiert über auf externen Input. Nun, macht es wirklich Sinn, dass jemand, der hochsensibel ist, gleichzeitig auf Bühnen steht und anderen Menschen in der Krise hilft? Ich meine, wir wissen, das war eben ihr Hauptding, Menschen aus der Krise zu helfen, vor allem Frauen aus der Krise zu helfen. Nun, ich weiß nicht, jeder von euch, der einen Workshop besucht hat, weiß, wie viel Balance und Erdung und Kraft es braucht, einen ganzen Workshop-Raum voller Menschen in der Krise in Sicherheit zu halten, oder? Da kannst du dir nicht erlauben, hochsensibel irgendwo sagen, oh mein Gott, deine Emotionen, ich halte das nicht aus. Geht nicht. Das heißt, passt nicht. Würde jemand mit einem Heilauftrag mutwillig eine Firma zerstören, nämlich die Insolvenz anmelden, wenn gar keine Insolvenz da war? Nö. Das heißt, die Glaubhaftigkeit ist nicht gegeben. Dann haben sie auch, es gibt ja ganz viele verschiedene psychologische Methoden, wie du das Gesagte analysieren kannst und sagen kannst, stimmt das? Dann haben sie einen nächsten Analysten genommen und gesagt, okay, schau dir das, was sie sagt, an, auch publik, und schau mal, stimmt es, dass sie einen Heilauftrag hat? Und sie haben drei verschiedene Methoden laufen lassen von drei verschiedenen Experten und keiner davon hat einen Heilauftrag gefunden, weil nicht jeder von uns hat einen Heilauftrag, sondern die haben andere Aufträge im Leben.
Das heißt, es war sehr, sehr spannend zu sehen, wie jemand aus einer völlig kühlen, gelassenen, distanzierten, faktischen Art und Weise heran an diese Geschichten geht und dort zeigt, was da am Laufen ist, welche Muster da rennen. Wichtig zu wissen ist, wenn wir uns vielleicht selbst in solchen Situationen befinden, ist das Allerwichtigste, bei sich zu bleiben. Und bei sich zu bleiben und zu fragen, das hat mir gut gefallen, was ist denn jetzt für mich fair? Denn besonders, wenn wir Empathen sind, besonders, wenn wir immer das höchste Wohl und das ganze Gute wollen, dann können wir oft den Fehler machen, dass wir das höchste Wohl anderer vor unserem eigenen anschauen. Und in solchen Situationen wird es dein Niedergang sein. Du musst auf dich selbst schauen. Du musst dich fragen, was brauche ich jetzt? Was gibt mir das Gefühl der Sicherheit? Denn eins ist klar, und das hat mir auch gut gefallen, wie klar sie das erklärt hat. Der Stress, wenn jemand dir eine andere Realität dauernd verkauft, dauernd etwas verspricht zum Beispiel und nicht einhält, dann kreiert es einen Stress in deinem Nervensystem, der chronisch wird, wenn du es nicht adressierst. Und dieser chronische Stress, jetzt gehen wir wieder zu den Wunden zurück, lässt diese Wunden nicht heilen. Es wird sogar so weit gehen, dass man dann in der längeren Zeit in solch einer Situation die eigene Identität nicht mehr kennt. Dass du dich direkt dann selber fragst, vielleicht spinne ich jetzt, das gibt's doch gar nicht. Das heißt, such dir Menschen um dich herum, die dir die Wahrheit sagen. Such dir einen Freundeskreis, wo du sein kannst und wo du weißt, die wollen dein höchstes Gut. Menschen, die dir auch ehrlich einmal was sagen, was vielleicht unangenehm ist. Das ist ganz, ganz wichtig, damit du diesen Realitätscheck hast. Weil was anderes, was Narzissten auch machen, ist, sie isolieren das Opfer. Das heißt, wir sehen dann oft Fälle, wo die Person dann plötzlich mit ihrer Familie keinen Kontakt mehr, mit ihren Freunden keinen Kontakt mehr hat, die Arbeitskollegen sich distanziert. Also diese Isolation ist was Gefährliches. Also lasst es nicht zu. Und wenn ihr merkt, dass wer anderer, zum Beispiel in eurem Freundeskreis, plötzlich anfängt, sich zu isolieren, werdet hellhörig. Werdet hellhörig und sucht das Gespräch. Wenn, eins hat sie auch gesagt, sowas ist ganz schwer allein zu schaffen. Sie sagt sogar, es ist unmöglich allein zu schaffen. Du brauchst von außen Hilfe. Von außen Hilfe in dem Sinn, dass du dich wieder sicher fühlst, dass dein Nervensystem wieder in Kohärenz gehen kann. Das Allerwichtigste ist, dass du auf dich selbst schaust, dass du die Kraft hast, diesen Krieg zu gewinnen. Und sie gesagt, das ist ein Krieg. Das ist ein mentaler Krieg. Und die gute Nachricht ist hier, wenn du dir zufällig vielleicht irgendwann einmal sowas ausgesucht hast, dann glaube ich, dass dir das Universum nur das zumutet, womit du umgehen kannst. Es ist vielleicht die härteste Lektion, aber es ist eine Lektion, die dir unglaublich viel zeigen wird über das, wer du bist und was du nicht bist. Also ich denke mir, all diese Menschen, die sich vielleicht so verhalten, sind wirklich unsere Lehrer. Das heißt nicht, dass wir erlauben sollten, dass sie weiterhin sich so aufführen und uns so behandeln. Aber es heißt, dass wir uns anschauen, welche Wunden habe ich in mir, wo so jemand sich einhaken kann. Und dann werden wir sehr schnell feststellen, dass es mit unseren eigenen Wunden zum Thema Selbstvertrauen, was wir uns selber zutrauen, was wir von uns glauben, darum geht es. Und je stärker wir in unserer eigenen Essenz sind, desto eher können wir in die Schöpferseite gehen. Sie gesagt, statt zu sagen, ich bin zum Beispiel, was weiß ich, ein Opfer eines Narzissten, ich bin ein Opfer einer toxischen Beziehung, können wir sagen, wir sind erfahren darin. Wir haben es erfahren. Und aus dieser Erfahrung kann ich dann eine Lernlektion machen und kann das mit anderen auch teilen und kann in meine Schöpferkraft gehen. Was heißt das jetzt für mich? Was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Ich glaube, das passt sehr gut zu dem, womit du angefangen hast, Andrea, dass wir fragen, okay, wenn ich jetzt beschließe, ich gehe weder in den Täter noch in den Opfer, sondern ich gehe in den Schöpfer, was müsste ich dann glauben? Was müsste ich wissen über mich? Was wäre meine Ressource? Überleg einmal, welche Ressource bräuchtest du jetzt, um zu wissen, dass du alles in dir hast, um in die Schöpferkraft zu gehen. Vielleicht teilt es im Chat. Welche Ressource hättest du denn jetzt gern? Wenn du im Universum bist, in dem Superstore, right? Du kannst dir jetzt ein paar Ressourcen aussuchen. Was kommt da für dich hoch? Selbstvertrauen vielleicht? Mut? Wunderbar. Und schreib dir dieses Wort auf. Schreib es dir einfach einmal auf. Das ist eine Ressource, die gehen wir jetzt shoppen. Noch einmal Mut. Ja, ganz viel Mut. Ganz viel Mut. Was noch? Was außer Mut? Den Mut, den hast du jetzt. Was noch? Was bräuchtest du jetzt? Was müsstest du wissen? Liebe.
Liebe für dich selbst, Liebe von wem anderen, wo wäre diese Liebe, welche Art von Liebe? Flexibilität, großartig, genau. Da geht es auch darum, eben, was schlage ich weg, was nicht mehr zu mir gehört. Humor, sehr wichtig. Selbstvertrauen. Okay, wunderbar. Da haben wir schon ein paar sehr schöne Values und Ressourcen drinnen. Dann Wahrheit, richtig. Für mich auch wichtig. Ich will die Wahrheit wissen. Ich denke mir immer, wenn ich die Wahrheit weiß, dann kann ich auch damit umgehen. Aber solange was noch so unklar ist und ich irgendwie so im Halbgrauen dahin tappe, dann fühle ich mich unsicher. Aber wenn ich es weiß, dann denke ich mir, okay, ist vielleicht nicht nett, oder was? Wenigstens weiß ich es. Okay, gut. Ihr spürt schon, wir fangen mit unserem Prozess an. Also setzt euch einmal oder stellt euch aufrecht hin. Spürt mal, wo ihr jetzt gerade seid. Wir haben jetzt etwas aufgewühlt, angetriggert, sind vielleicht Erinnerungen hochgekommen, gibt es Gefühle. Und dann schließen wir die Augen, werden uns unseres Atems bewusst. Und dann rollen wir die Augen nach oben, so als würden wir uns unsere Kopfmitte schauen. Und dann sagen wir, auch wenn ich nicht weiß, wie ich jetzt in meine Schöpferkraft trete und aus all dem, was ich erfahren habe, lerne und diese Lernerfahrungen in meine großartige Zukunft bringe, so dass ich meinen Weg gehe und meiner Essenz treu bleibe, so weiß ich nur, dass es jetzt so ist. Und ich bin erfüllt. Ich lösche alles in mir, was mich davon abhalten könnte. Und ich lade mir alles herunter, was ich jetzt dafür brauche, mit Freude, mit Leichtigkeit und mit Anmut. Danke, danke, danke. So ist es, so sei es oder etwas noch Besseres. Einen vollen Atemzug. Und dann öffnen wir die Augen und wir beginnen mit dem Switch. Und dann sagen wir mal Opfer, Täter, Schöpfer. Ich liebe und akzeptiere mich. Auch wenn ich nicht glaube, dass ich alles in mir habe, um jetzt in meine Schöpferkraft zu gehen. Und ich liebe und akzeptiere mich, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, zu 100% in meine Schöpferkraft zu gehen. Und atmen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Unterm linken Flügel, linker Arm. Wir klopfen den Milzmeridian, den Endpunkt, und wir sagen Täter, Opfer und Schöpfer. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meinen Selbstzweifeln, mit all den Geschichten, die ich mir so erzähle, mit all meinen Erinnerungen, mit all meinen Erfahrungen, mit all meinem Mangel auf meiner tiefsten Ebene und von dem ersten Moment, wo ich mich so gefühlt habe. Und ich entscheide mich jetzt, all diese Zweifel loszulassen und ganz in mein Vertrauen zu geben. Ich bleibe bei mir. Ich glaube an mich und ich bin fair zu mir selbst. Und atmen. Sehr gut. Daumen. Wir aktivieren unseren Lungenmeridian. Täter, Opfer, Schöpfer. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Trauer auf meiner tiefsten Ebene und von dem ersten Moment an, wo ich traurig war. Und ich entscheide mich jetzt, all diese Trauer loszulassen. Ich erlöse sie. Und ich gehe in meine Kraft der Freude, in die Kraft meiner Essenz. Ich bin die Freude. Und ich bin die Schöpferin meines Lebens. Sehr gut. Unterhalb der Schlüsselbeine. Täter, Opfer, Schöpfer. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meinen Ängsten. Meinen Ängsten vom Versagen, vom Verstoßenwerden, vom nicht geliebt werden, vom Verschmerzen, vom Tod. All diese Ängste, es ist okay. Ich entscheide mich jetzt, all diese Ängste loszulassen und ganz in die Kraft meines Mutes zu gehen. Ich bin so mutig und ich bin die Schöpferin meines Lebens. Ich kann das, ich will das und ich mache das jetzt. Atmen, wunderbar. Wir gehen auf die rechte Seite, wir klopfen unsere Leber und wir sagen Opfer, Täter, Schöpfer. Ich liebe und akzeptiere mich mit all meiner Wut auf meiner tiefsten Ebene und von dem ersten Moment an, wo ich wütend war. Und jetzt entscheide ich mich, diese Wut zu erlösen und
Ich verzeihe mir selbst, sagst du, ich verzeihe mir selbst. Ich verzeihe mir selbst. Und jetzt gehe ich in die Kraft meines Schöpfers, in die Kraft meines Friedens. Ah, ja, das fühlt sich gut an. Alles ist gut. Alles ist gut. Gut, jetzt verbinden wir Herz und Hirn und wir spüren einmal diese Schöpferkraft in uns. Schließt vielleicht einmal die Augen, wenn ihr an einem sicheren Ort seid und spürt die Energie, spürt, wie sie jetzt von oben nach unten und links und rechts und rundherum schwirrt und schwingt. Und dann sagen wir, ich beschließe jetzt, all die Kraft der Liebe in meine Essenz zu holen, alle Ressourcen, all den Mut, all die Dankbarkeit, all die Flexibilität, alles in mich hereinzuholen, was ich jetzt brauche, um mit Freude, Leichtigkeit und Anmut meine Schöpferkraft zu leben. Jeden Tag auf jede Art und Weise werde ich liebevoller und weiser und großzügiger und dankbarer und gesünder und weiser, und glücklicher. Ja. Jetzt ist es soweit. Ich bin die Schöpferin meines Lebens und ich freue mich so über dieses großartige Leben. Und lächeln. Ja, lächeln, auch wenn es ein Grinser ist, völlig wurscht. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann legen wir die Hand aufs Herz. Genau, und dann spürt einmal in euer wunderschönes Herz hinein und fragt euer Herz, welche Farbe hättest du jetzt gern? Welche Farbe? Und dann stellt euch vor, dass mit jedem bewussten Atemzug diese wunderschöne Heilfarbe in jede Zelle eures Körpers fließt. In jeden Zellenzwischenraum, in jede Muskel und Faser und Knochen, bis ihr das Gefühl habt, euer ganzer Körper wummert und leuchtet mit dieser Farbe. Und dann bedankt euch bei eurem Körper für all diese wunderbaren Erfahrungen und beschließt von fortan nur mehr durch Freude und Leichtigkeit und Anmut zu lernen und eurer Essenz 100% treu zu bleiben. Und mit eurem nächsten Atemzug kommt ins Hier und Jetzt zurück. Macht einen ein Huh oder irgendeinen Ton. Ich hole mir die Andrea und die Claudia wieder. Yay, ich mag's. Bin wieder ins Spotlight. Und dann erzählt mir mal, wie es euch geht. Oh, jetzt habe ich mir die Caroline hergeholt. Caroline, dann musst du sagen, wie geht's dir denn jetzt? Du musst dich entmuten, bitte. In English, I feel light and joyful and yes, even happy and yes, it's amazing. Ich fühle mich leicht und sogar glücklich. Wunderbar. Yeah, I feel good. That's wonderful. Thank you so much, Karen. Claudia. Goosebumps. You got goosebumps und ganz laut hat es auch. Wunderbar. Then I know it's good. Geht mir auch so. Wenn ich die ganz laut spüre, dann ist das so ein Signal, dass mein Körper wirklich das akzeptiert hat. Wunderbar. Andrea, Claudia. Ja, ich fühle mich leicht, tatsächlich im Sinne von dem, dass einiges abgefallen ist. Also dieses, das, was du erzählt hast über Narzissmus, das ist ja schon auch etwas, Narzissten kannst du wirklich nur begegnen, indem du ganz bei dir bist. Und das ist ja so schwierig, wann bin ich ganz bei mir? Indem ich tatsächlich das alles auch weglasse, was mich verunsichert. Also wirklich so in sich hineinhören und dieses Nein zu sagen, das finde ich momentan so wichtig, wirklich Nein zu sagen zu dem, was ich nicht will, was ich auch nicht zulasse. Und das hat sehr viel mit Werten zu tun. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich seiner Werte bewusst zu werden. Und wenn ich merke, jemand verstößt gegen meine Werte, dann muss ich das auch aussprechen. Ganz klar. Und das hat nichts mit Grenzen setzen zu tun, sondern tatsächlich mit dem, mich selbst zu mir zu stehen. Und das ist jetzt etwas, wo ich mich tatsächlich leichter fühle. Danke. Was sind denn deine, ja, danke dir. Was sind denn, was kommt dir jetzt, was sind deine Top 3 Werte jetzt gerade? Integrität. Respekt. Liebe ist auch ein Wert für mich. Also wenn ich liebevoll bin und wenn mir Menschen liebevoll begegnen, dann ist das Herz auch wirklich offen. Und ich glaube, das ist spürbar. Ja. Danke. Danke für die Sonnenblumen nach hinten. Andrea. Ja. Schön, ja.
Ja, es ist jetzt schon ganz viel gesagt worden, was ich auch sagen würde, eben diese Leichtigkeit und diese, eine gewisse Sicherheit hat sich in mir auch aufgebaut, sage ich jetzt mal, dass ich stark bin, allen zu begegnen und dass ich es mir wert bin, auch Nein zu sagen, dass ich es nicht nur für irgendwen mache, sondern dass ich es einfach für mich mache, ja, dass ich es mir wert bin und dass ich nicht immer auf Gott weiß, wen aller Rücksicht nehmen muss, sondern dass es einfach dann in so einem Moment um mich geht. Und das ist ganz wichtig und ich glaube, das ist ein großes Thema für Frauen ganz speziell. Ahum, ahum. Jemand anderer von euch, also danke für euer Feedback im Chat. Wenn es irgendetwas gibt, was ihr jetzt fragen möchtet, wir haben 3 Göttinnen zur Verfügung, die euch gerne ihre Perspektive zu egal welchem Thema geben. Vielleicht ist irgendwas hochgekommen, was ihr gerne besprechen möchtet. Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Schauen wir mal, es wird schon einfach geschrieben im Chat. Schauen wir mal, was kommt. Ja, also meine 3 Werte, die noch nicht erwähnt wurden, also Integrität und Authentizität sind natürlich für mich ein ganz, ganz große Werte, Liebe natürlich auch, ist die Freude am Leben. Ich bemühe mich wirklich jeden Tag immer, immer wieder so kleine Geschichten zu finden, also immer sensibler zu werden über diese Mikroglücksmomente. Und herauszufinden, was sind denn so Mikroglücksmomente? Und es sind meistens Momente des Verständnisses, wo besonders oft vielleicht sogar in Situationen, wo ich vielleicht eine Position einnehme und jemand anderer eine ganz andere Position einnimmt. Und dann passiert dieser magische Moment, wo wir spüren, oh, da gibt es eine Überschneidung. Und dann entsteht plötzlich eine dritte Dimension. Und ich glaube, darum geht es jetzt auch, dass wir eben aus dieser Dualität aussteigen können und mehr, uns für mehr öffnen. Und dafür ist es wichtig, eben diese klaren Neins und diese klaren Ja's zu sagen. Also Caroline, du wolltest was fragen, aber du kannst es nicht im Schriftlichen, also jetzt sagst du mal mündlich, Caroline, I'm asking to unmute you, bitte sprich. Und ich übersetze, also sag uns bitte, was wir für dich tun können. What came to my mind is that the last few weeks that I am allowed to speak. So somehow it's closed some in my throat. And okay, Caroline sagt, mir ist die letzten Wochen aufgefallen, dass es mir oft schwer fällt zu sprechen. Ich habe das Gefühl, es wäre was irgendwie in meinem Hals irgendwie zu und ich kann es gar nicht sagen. Wer von euch kennt dieses Gefühl? Schau, es sind doch einige. Ah, interesting. Okay, also 5. Chakra, da tut sich was. Ja. Yeah. I was always in the, how do you say, in my childhood, I had to, how do you say, I don't know in English either. Also ich habe in meiner Kindheit das oft erlebt, dass ich eben quasi, yeah. es war nicht sicher wahrscheinlich. In between my sister and brother and... okay, war immer so dieses Zwischenstück zwischen Bruder und Schwester. Und instead of saying what I want, what I need and... Anstatt zu sagen, was ich will und was ich mir wünsche, habe ich immer auf meine Geschwister gehört. So, how old is that you? Wie alt ist dieses Du? Tomorrow I will be 66. No, well, not just 66, but the brother sister thing. I'm, how old are you then? Well, don't worry. I'm going to change completely. I decided to change. Ich werde mich völlig verändern. Okay, yeah. But Caroline, how old is the you that comes to mind in that situation where you couldn't speak? 3, there you go. Also mit 3 Jahren ist das einmal entstanden. Und was wissen wir jetzt? Wenn wir wissen, wo was entstanden ist, können wir es verändern. Also was mir jetzt schnell kommt, weil wir sind schon am Ende des Kurses, ist, wenn es euch auch so geht, fragt so mal, wann war das allererste Mal, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich kann nicht das sagen, was ich eigentlich sagen will. Wie alt war ich denn da? Und dann wird eine Zahl da sein. Bei der Caroline ist es 3. Wenn das der Fall ist, dann spürt es mal hinein, welche Gefühle löst es in euch aus? So, Caroline, check. What kind of feelings come up for that 3-year-old? What do you feel? I don't feel safe. Ich fühle mich nicht sicher.
right? Safe, kommt, safe. Welche Gefühle kommen? And what do you feel instead of unsafe? What else? Unsafe and not seen, denied. Und abgelehnt, was alles keine Gefühle sind. Nicht gesehen ist kein Gefühl. Wie fühlt es sich an, nicht gesehen zu sein? How does it feel not to be seen? How does that make you feel? Sad, angry, frustrated, worried, yana, yana, yana. The first thing is angry. Ah, schau, und dann kommt die Wut hoch. Und das ist so wichtig. Also du musst dann nicht die Abkürzung machen und das sofort interpretieren und sag, ja, ich fühle mich halt so, weil ich abgelehnt werde, weil ich nicht gesehen werde. Du bist noch nicht beim Gefühl. Wir müssen ans Gefühl gehen, denn das Gefühl ist die Brücke. Macht das Sinn? Weil das gleiche Gefühl hattest du mit 3, mit 6, mit 9, wann auch immer. Das Gefühl ist das gleiche. Die Situationen ändern sich. Okay, also nimm das Gefühl, für die Caroline ist es jetzt die Wut. Das heißt, sie geht her und klopft sich mal ihre süße Leber und sagt einmal zu diesem 3-jährigen Mädchen, und ihr sagt es zu dem Mädchen oder zu dem Buben, wenn das einmal ein Junge hier anschaut, wie alt auch der immer ist, und sagt sie, okay, meine Liebe, es ist alles gut, ich spüre dich, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, du bist mir wichtig und ich liebe und akzeptiere dich und mich, auch wenn wir wütend sind, auf meiner tiefsten Ebene. Und von dem ersten Moment an, wo ich mich so gefühlt habe, und ich entscheide mich jetzt, all diese Wut zu erlösen und ganz in die Vergebung zu gehen und in meinen Frieden. Ich bin im Frieden mit mir, mit allen meinen Teilen. Und, jetzt kommt's, ich gebe mir die Erlaubnis, meine Wahrheit zu sprechen. Noch einmal, ich gebe mir die Erlaubnis, meine Wahrheit zu sprechen. Und ich spreche meine Wahrheit liebevoll und gnadenvoll und weise aus. Oh ja. Puh, da wird es bei mir ganz heiß. Was ist bei dir? Da ist viel Energie. Caroline, wie fühlst du dich jetzt? Especially liebevoll ist schwer für mich, because I shut my mouth till I... Also das liebevoll fällt mir schwer, weil ich mache immer den Mund zu, bis ich quasi explodiere. Ne? Und dann kommt die Wut wieder. Das heißt, die nächsten Tage ist zum Beispiel für die Caroline, es ist die Leber. Wenn ihr jetzt zum Beispiel euch ist nicht traurig gefühlt habt, dann wäre der Daumen euer Punkt. Ne? Ja. Wenn ihr irrsinnige Angst bekommen habt, dann seid ihr hier unter den Schlüsselbeinen sicher. Wenn es mal 7 Selbstwertmangel aufgerufen hat, dann seid ihr hier daheim. Okay? Dann klopft ihr diesen Punkt die nächsten 10 Tage. Und dann sagt ihr gute Sachen zu euch selber. Ich sag, ich bin in Frieden mit mir. Ich bin in der Lage, meine... I'm in peace with myself. Also Caroline und ich sehe ich noch, die anderen sind gefroren. I don't hear Joy. No, Joy and Claudia and Andrea are gone. Okay. Ich bin da. Okay. Ich glaube, es gibt ein Internetproblem. Maybe it's time for me to speak. Michi ist da. Ich bin hier, aber ich kann leider auch nichts dagegen tun, weil die 3 Damen sitzen ganz woanders als ich. Ja. Aber, schau. Schauen wir mal, was passiert. This is not a coincidence, huh? They all live in the same city. Maybe... Oh, yes. I don't know. Okay, I'm not so yeah. far away from each other. Yeah. Let's so I am allowed to speak. I mean, I'm allowed you to speak. You are allowed. Lovable. You're allowed to speak. Go ahead. Yeah. In a soft, gentle, but honest, authentic way. Instead of woo. Yes. It's nice. I feel good. Yes. It will be a special day tomorrow for me. Oh, here's Joy again. Okay. Ich bin wieder da. Es tut mir so leid. Keine Ahnung. Lustig, oder? In dem aber Moment, ja, alle drei, Andrea. I just said, it's not a coincidence. It was my time to speak. Es ist kein Zufall, sagt die Caroline. Es war meine Zeit zu sprechen. Also ich wollte nur sagen, wenn ihr den Kristallin-Command vorher macht, bevor ihr zum Klopfen anfängt, wird es natürlich noch kraftvoller. Also liebe Caroline, du willst offensichtlich was sagen. Bitte sprich. Say it again. I said, you obviously want to say something. So what are you going to share with us? What wisdom is going to come through you now? I am I'm worthy to
to be heard. Bin es wert, gehört zu werden? Yes. Jawohl, 100%. And I'm worth, there's a lot, I have a lot in me. Ich habe viel in mir. Yeah, that can be heard. Das es wert ist zu hören, ja, das gehört werden soll. Absolut. And I'm really feel the eager to be authentic. Und ich spüre das Bedürfnis, authentisch zu sein. No matter what. Ganz egal. Yeah. I am in an environment, my family, my husband and children, they think the opposite of me. So I didn't choose the easy way, but I can manage. Sie hat jetzt kurz gesagt, ihre Familie und ihr Mann sehen das Gegenteil in ihr. Yeah. And the opposite being, they see you as being very outspoken. Was ist dieses Gegenteil? Sehen sie dich so, dass For example, I believe in the things we do and they are more than... Ah, okay. Also sie meint, sie sind in einer anderen Welt. Also sie yeah. glaubt an die Dinge, die wir halt hier so tun und die halt vielleicht nicht. Was ich daraus gelernt habe aus solchen Situationen ist, dass die Brücke viel größer ist, als du glaubst. Ihr habt viel mehr Gemeinsamkeiten, als du wahrscheinlich weißt. Aber wir reden wahrscheinlich anders drüber. Weißt du, wir verwenden andere Worte. Also ich würde dir als freudvolle Aufgabe geben, dir die Übereinstimmungen anzuschauen. Einfach zu bemerken, die nächsten 10 Tage, jetzt wo du deine Wahrheit ja so liebevoll und großartig aussprechen kannst, zu sehen, oh, wo sind denn Verbindungen? Wo spüre ich, dass wir uns eigentlich eh verstehen? Wir sagen es halt anders. Und vielleicht auch zuhören lernen. I think often what you said some time ago, I would really appreciate da, 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 da. Instead of boom. Und mir fällt auf, da erzählt sie jetzt, dass du vor kurzem einmal gesagt hast, dass wir statt, dass wir quasi so einen Befehl geben und sagen, jetzt mach das, dass sie sagen, du, ich würde es wirklich schätzen, wenn du das und das tun könntest. Yeah. Und das liebevoll, erinnert, liebevoll. Liebevoll, ja. Yes. Je liebevoller du dich ausdrückst und auch wenn du vielleicht dazwischen dreimal atmen musst, um das richtig liebevoll zu sagen, yeah. aber ich schwöre dir, die Energie ist nie umsonst. Ich hatte vor kurzem eine Coaching-Sitzung mit einer Dame, wo das Endresultat war, ihre Aufgabe war, ihren Mann um ein Date zu bitten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich spiele jetzt mal den Mann, mach mal, sag mal. Und sie hat sich quasi hingesetzt und gesagt, so, ich hätte gern, dass wir nächste Woche, dass wir so machen und ich will, dass es du organisierst, Sag ich, okay, wunderbar, dass du deine Wahrheit gesprochen hast. Wirklich, gratuliere. Und jetzt schauen wir mal, wie könntest du es denn noch liebevoller, charmanter, hört ihr sagen? Und dann haben wir mit dem gespielt. Und sie sagt, ich weiß nicht, mach du mal. Dann sage ich, okay, zeig dir jetzt mal. Yes. Weißt du, ich wäre die glücklichste Frau auf diesem Planeten, wenn wir nächste Woche einen ganzen Abend miteinander verbringen könnten. Ich würde mich so gut fühlen. Also es macht wirklich Spaß und es ist es wert, sich wirklich die Zeit zu nehmen, das, was wir zu sagen haben, so liebevoll zu sagen. Und dieses Liebevolle kann auch sein, du, nein, danke. Ja. Kann auch das sein. Also, ja. Die Abschlussfrage, die ich uns jetzt allen gebe, ist eine lebensbejahende Frage. Und die lebensbejahende Frage, die ich euch, wenn ihr wollt, für diese Woche mitgebe, ist, warum ist es so einfach für mich, meine Wahrheit liebevoll auszusprechen? Warum ist es so einfach für mich, meine Wahrheit liebevoll auszusprechen? Wenn wir lebensbejahende Fragen stellen, muss unser Gehirn uns Antworten geben. Und das sind meistens bessere Antworten als, warum bin ich so dick, warum bin ich so dumm? Okay? Okay, danke, Caroline. Thank you so much. You're welcome. Thank you. It resonates, especially the last sentence. Das ist mit mir in Einklang gegangen, vor allem der letzte Satz, which was? Wenn wir gute Fragen stellen, kriegen wir auch gute Antworten. Vielleicht war es das. No, it's interesting that I don't remember. Yeah, but it was something that was. Yes, it touches me. Why is it so easy for me to speak my truth so lovingly? Why is it so easy for me to speak my truth lovingly is the question. Yeah. Yes. But why don't you say it again? Because it's a really nice one for you. Yes. Can you say it again? Why is it so easy to say it lovingly? Why is it so easy for me
Why is it so easy for me? To speak my truth. To speak my truth. Lovingly. Lovingly. Why is it so easy for me to speak my truth lovingly? Well done. Did you see? I mean, we saw you because your eyes went up. Oh, okay, that was automatic, already the brain going, oh yeah, let's bring this in. Come on, why is it so easy for me? Okay, that's why we love the crystalline command. Also, habt ihr beobachtet, ihre Augen sind nach oben gegangen, als sie es jetzt gerade wiederholt hat, weil ihr Gehirn das schon integriert. Also macht es öfter, stellt euch lebensbejahende Fragen. Vielen Dank, Caroline, fürs Reinkommen. Und euch allen, ich glaube, die Andrea ist schon wieder aufgetaucht. Da bist du, Andrea. Komm und sag uns noch ein Auf Wiedersehen, bitte. Ja, ich habe mein Internet wieder angeschlossen. Ich sage euch noch für die Woche, genießt diese Sommerwoche, die uns jetzt noch bevorsteht. Die Hitze ist schon ein bisschen arg, aber es hat eine sehr schöne Mondstellung zum Saturn. Und dieser Mond jetzt die nächsten Tage wird uns mit den Problemen, mit denen wir uns so rumplagen oder die, wo wir glauben, sie sind groß, die Möglichkeit geben, auf eine neue Art und Weise sie zu betrachten. Es gehen ja auch 5 Planeten jetzt in die Rückläufigkeit. Einige sind schon, der Merkur kommt am Morgen oder übermorgen dazu. Aber wir haben wieder einen rückläufigen Merkur morgen. Auch, ja, auch. Aber ja. 5 Planeten sind jetzt, die rückläufig sind. Geht einfach noch einmal in euch, überdenkt alles, strukturiert die Dinge neu. Das ist eine wirklich gute Zeit dafür. Okay, also nichts überstürzen, lieber nichts überstürzen, einfach noch mal alles zurückholen, schauen, okay, wo will ich denn jetzt wirklich hin? Was ist wirklich wichtig? Was kann ich loslassen? Wie kann ich mein Leben vereinfachen? Wie kann ich mehr in meine Freude gehen? Aber durch Weglassen von Dingen, die kompliziert sind. I like it. Ja. Amen, Amen, Amen. Ja. Vielen Dank, ihr Lieben. Ich drücke euch alle. Danke an all euch, all jene, die sich mein Büchlein bestellt haben. Ach, dazu will ich noch sagen, die Printversion 19. September. 19. September könnt ihr die bestellen. Und wenn ihr jetzt das E-Book möchtet, ihr könnt es vorbestellen, kommt auch am 19. September. Ihr braucht keinen Kindle. Okay, es gibt die Gratis-App auf Amazon, wo ihr es auf jedem iPad, auf jedem Telefon euch anschauen könnt. Und vielen, vielen Dank an alle, die schon Ja gesagt haben. Ich freue mich riesig, wenn mein Baby auf den Markt kommt. Und inzwischen küsse ich euch und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Baba. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.